Sie glauben gar nicht, wie froh ich bin, dass ich jetzt hier reden darf und nicht mehr in dem Kabäuschen bin und mir noch ein paar Sachen anhören darf, wie die Grundgesetzsituation momentan ist. Sie verpassen was. Genial. Liebe Nusslocher Mitbürgerinnen und Mitbürger, sehr verehrte Gemeinderäte, sehr geehrte Herr Bürgermeister Rühle ist leider nicht da, trotzdem an die Gemeindeverwaltung, schön, dass Sie alle da sind. Mein Name ist Matthias Frick, ich bin 50 Jahre alt, verheiratet, meine Frau Fabienne und ich habe einen kleinen Sohn, der heißt Miko und wir wohnen in Nussloch, das uns zur Heimat geworden ist. Ich danke übrigens auch meiner Familie, den Großeltern meiner Frau und meinen Freunden für die tatkräftige Unterstützung bei meiner Bewerbung als Bürgermeister. Ich freue mich sehr, das meine ich jetzt wirklich doppeldeutig, dass ich mich heute so vielen Bürgerinnen und Bürgern, der Raum ist voll, ich schätze mal 1300 Personen, danke für das Interesse, dass wirklich jeder hier ist, auch an dieser Wahl sich beteiligt und vor allen Dingen auch die Informationen aufsaugen möchte. Und dass wir einfach an der Zukunft unserer Gemeinde alle mitgestalten wollen. Danke, dass Sie also heute hier sind und vor allen Dingen hoffe ich auch, dass wirklich jeder Werbung macht am 3. und vielleicht auch am 17.12. die Wahl mitzumachen. Und dass Sie heute Abend hier sind. Mein Wunsch ist es, für Sie, für Nussloch Verantwortung zu übernehmen. Und die Gestaltung unserer Gemeinde voranzutreiben. Daher bewerbe ich mich bei dieser Bürgermeisterwahl. Nussloch soll auch in Zukunft eine lebenswerte und vor allen Dingen auch lebendige Gemeinde sein. Wir befinden uns auf einem sehr guten Weg. Man kann durch Nussloch gehen und das sieht man. Aber wir müssen den ständigen Herausforderungen uns auch entsprechend bewusst sein und auch für die Zukunft handeln. Es geht in Zukunft darum, das vernünftige Gleichgewicht zu bewahren zwischen sinnvoller Verwendung der Gemeindegelder und natürlich den Herausforderungen, die sich in der Zukunft stellen werden. Es gibt immer Themen, die kommen hoch und es gibt Themen, die flachen auch wieder ab. Ich spreche da von Flüchtlingsthematiken, aber natürlich auch von der derzeitigen Thematik mit Geburten, mit vielen Geburten, was super genial ist. Und wir müssen einfach gucken, wie wir die Bedürfnisse aller Menschen, aller Bürgerinnen, aller Bürger hier in Nussloch so gestalten, dass sie für die Zukunft gut aufgestellt ist, die Gemeinde. Dieses Vorhaben darf nicht auf kurzfristige Ziele ausgerichtet sein, sondern muss sich vor allem im Interesse unserer Kinder auf eine langfristige Entwicklung konzentrieren. Wo soll Nussloch in 10 Jahren stehen? Das ist ein entscheidender Gedanke, den wir alle gemeinsam, die Bürgerinnen und Bürger, der Gemeinderat, der Bürgermeister vor Augen haben sollten. Das gemeinsame Handeln und Entscheiden ist mir besonders wichtig. Ich weiß als jahrzehntelanger Helfer im Roten Kreuz, dass man sein Ziel am ehesten im respektvollen Zusammenwirken erreicht. Gerade mit politischen Stellen. Ein Bürgermeister muss den Menschen in der Gemeinde zuhören, auf sie zugehen, mit ihnen reden. Dann wird er zusammen mit dem Gemeinderat die richtigen Entscheidungen für die Zukunft treffen. Die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat liegt mir besonders am Herzen. Der Gemeinderat ist genauso direkt von der Bevölkerung gewählt wie auch der Bürgermeister und für die Menschen in der Gemeinde ebenso verantwortlich. Als unabhängiger Bewerber habe ich in den letzten Wochen allen Parteien und Gemeinderatsfraktionen das Gespräch angeboten. Ich bin nicht Mitglied einer Partei, deshalb werde ich das Amt Ihres Bürgermeisters unabhängig und überparteilich ausüben. Jeder Bürgermeister muss das gemeinsame Suchen und Finden nur und ausschließlich im Interesse der Menschen und zusammen mit allen im Gemeinderat, zusammen mit allen Parteien. Dabei ist es für mich wichtig und ja, unverzichtbar, dass die Bürgerinnen und die Bürger eingebunden werden, zu beteiligen und vor allen Dingen auf sie zu hören. Eine Entscheidung wird nur von Dauer sein, wenn die Menschen, der sie betrifft, vorher angehört wurden.
Wenn Sie Ihre Meinung dazu geltend machen konnten, wenn Ihre Interessen berücksichtigt wurden, es gibt viele gute Beispiele dafür, leider auch negative. Sie erinnern sich zum Beispiel an den kürzlich stattgefundenen Bürgerentscheid in Leimen, der mit überwältigender Mehrheit eine Entscheidung des Gemeinderates nachträglich wieder aufhob. Hätte man vorher auf die Bürgerinnen und Bürger gehört, wäre das nicht nötig gewesen. Ein Bürgermeister sollte auch in seiner Gemeinde wohnen. So ist er auch von seinen Entscheidungen persönlich betroffen. Unsere Gemeinde hat viele Aufgaben vor sich. Ich kann heute Abend nur einige davon, die mir besonders am Herzen liegen, nennen. Als Vater unseres kleinen Sohns weiß ich sehr gut, dass wir unsere Kinderbetreuung weiter ausbauen müssen. Dank der Kirchen verfügen wir bereits über viele Kindergärten. Von engagierten Erzieherinnen wird gute Arbeit geleistet. Ich schließe damit aber auch Erzieher ein. Es gibt auch männliche Erzieher. Ein wirklich bemerkenswertes Projekt ist die Elterninitiative mit dem Hort an der Schillerschule, der die von mir bejahte Ganztagsschule bestens kompensiert. Ein Projekt mit Vorbildcharakter. Aber noch sind nicht genügend Angebote, nicht genügend Plätze für alle da. Es müssen längere und vor allen Dingen flexiblere Betreuungszeiten angeboten werden, damit Eltern ihren beruflichen Herausforderungen nachgehen können und ihre Kinder in guten Händen wissen. Dafür will ich sorgen. Begrüßen möchte ich ausdrücklich die teure Erweiterung des Fröbel-Kindergartens, die letzte Woche durch den Gemeinderat final beschlossen wurde. In der Amtszeit von Bürgermeister Rühl hat sich Nussloch stark entwickelt. Neue Baugebiete wurden verwirklicht, mehr Menschen sind nach Nussloch gezogen. Nussloch steht damit finanziell solide da. Die Gemeinde hat viel Geld auf dem Sparbuch, allerdings wurden ihre Rücklagen in Form von Immobilien zu einem nicht unerheblichen Teil veräußert. Damit wird der Gestaltungsspielraum für die Zukunft enger. Und man muss Fantasie entwickeln, wie man künftig solide und nachhaltig wirtschaftet. Wirtschaften hat viel mit dem Zusammenhalten von Finanzmitteln zu tun. Das ist jedem wohl bekannt. Jeder hat sein eigenes Portemonnaie. Für mich geht es aber ein ganzes Stück weiter. Man muss auch Fantasie haben, wie man nachhaltig neue Finanzmittel beschafft, um auch in Zukunft Spielräume zu haben, die eine positive Entwicklung Nusslochs ermöglichen. Und mit denen man die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger weiterhin erfüllen kann. Da spielt der Bürgermeister eine besonders wichtige Rolle. Ich trage schon lange Verantwortung in der Wirtschaft und ich weiß daher gut, wie man mit Unternehmen spricht und vor allen Dingen mit Unternehmern, wenn es beispielsweise darum geht, sich in einer Gemeinde anzusiedeln. Jede Gemeinde ist auf Gewerbesteuer angewiesen. Und das konstruktive Gespräch mit den Ansässigen oder ansiedlungswilligen Firmen ist eine der wichtigsten Zuständigkeiten des Bürgermeisters. Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung kann ich mich dieser Aufgabe gut gerüstet stellen. Besonderen Wert lege ich auf ein gutes Miteinander mit den Mitarbeitern der Gemeinde. Jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter Nussloch ist wichtig. Sind Sie doch Ansprechpartner und Bestandteil des örtlichen Lebens für jeden Bürger und für jede Bürgerin. Hier muss es wieder einen durch Vertrauen und Respekt vor der Leistung der Mitarbeiter geprägten kooperativen Führungsstil geben. Respekt vor der Leistung der Menschen, das habe ich als Helfer und Verantwortlicher beim Roten Kreuz gut lernen und anwenden können. Ich wünsche mir persönlich eine enge und vor allen Dingen vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie mit dem Personalrat, den es aktuell nicht mehr gibt und den es auf jeden Fall so schnell wie möglich wieder geben wird. Ich biete meine Erfahrung im Berufsleben und aus dem Ehrenamt und auch meine Kontakte im Umfeld des Rhein-Neckar-Kreises an, Nussloch in die kommenden 8 Jahre zu führen und mit jeder Bürgerin und jedem Bürger und mit dem von Ihnen gewählten Gemeinderat abgewogene Entscheidungen zu treffen, die Nussloch voranbringen. Eine tragende Säule unserer Gemeinde sind unsere 60 Vereine in Nussloch. Sie machen unser Leben in Nussloch lebenswert. Viele Menschen engagieren sich in ihnen ehrenamtlich und sind für uns alle da. Ihnen gilt unser großer Dank und vor allen Dingen auch unsere Unterstützung. Viel passiert im Kleinen und im Verborgenen. Hier möchte ich ein paar Beispiele geben. Die Elternbeiräte, die Veranstaltungen organisieren, um dringend benötigte Bastelmaterialien zu finanzieren.
Das Jugendzentrum hier unten, welches morgen übrigens auch morgen Abend eine Kandidatenvorstellung für Erstwähler organisiert hat. So, dass wir dann auch noch mal genau durchfragt werden. Das finde ich eine super geniale Sache. Die Ehrenamtlichen der Elterninitiative im Hort an der Schillerstuhle, die aktiven Ausbilder in den Vereinen sowie deren Vorstände, die viel Fantasie jeden Tag beweisen, ihre Arbeit immer und immer wieder zu refinanzieren. Die Aktiven im Roten Kreuz und der Feuerwehr, die zu jeder Tag- und Nachtzeit von zu Hause in den Einsatz fahren oder Veranstaltungen wie diese absichern, für uns und andere Menschen, für deren Sicherheit da sind. Oder einfach nur die Menschen, die einfach anderen Menschen im Altenheim besuchen und sich hier einfach um Einkäufe kümmern. So, ich kann hier viele weitere Menschen, engagierte Menschen aufzählen, die allesamt im Versteckten das tun, was unsere Gesellschaft zusammenhält. Vor diesen Menschen habe ich Respekt. Diese Menschen möchte ich unterstützen. Als Vorsitzender eines Roten Kreuzes Ortsvereins weiß ich, wie wichtig es ist, aus wenig viel zu machen, Menschen zu motivieren, Gutes für andere zu tun, einfach für ein Lächeln und ein Dankeschön. Das nenne ich bewegen. Ich fasse meine Ziele zusammen. Für mich wichtig: nachhaltige Finanzwirtschaft, 2 offene Ohren für die Bürgerinnen und Bürger, ein kinder- und seniorenfreundliches Nussloch, Förderung von Wirtschaft, Handel und Gewerbe, eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie dem Gemeinderat, einen kooperativen Führungsstil mit den Mitarbeitern der Gemeinde sowie eine enge Zusammenarbeit mit dem Personalrat, intelligente Problemlösungen für die Zukunft sowie eine jährliche Bürgerversammlung für die Vorstellung anstehender Projekte sowie auch die Kommentierung umgesetzter Projekte. Lassen Sie alle uns gemeinsam unser Nussloch in eine gute Zukunft führen. Ich biete Ihnen an, als Ihr Bürgermeister mit Ihnen und für Sie meine ganze Kraft für unsere Gemeinde einzusetzen. Dafür werbe ich um Ihre alle Unterstützung. Und vor allem, gehen Sie bitte am 3. Dezember zur Wahl, machen Sie dafür Werbung. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Thanks for tonight.